Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Unite. Wir werden heute wieder Ranked spielen, wir sind es auch immer. Ich bin nämlich einer Klasse vor Veteran. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal gewinne, dann bin ich Veteran. Wir werden wieder Liberdo spielen, sollte ich ihn bekommen. Sonst werde ich Slowbro spielen, weil ich habe Slowbro jetzt für mich entdeckt. Jupp, bekomme ihn. Ich habe meine Items hier nochmal ein bisschen verändert. Ich habe jetzt diese Scope Lens hier in der Mitte mitgenommen, weil das meinen kritischen Schaden erhöht. Als Battle-Item habe ich das in den Jack-Button mitgenommen. Obwohl X-Attack auch richtig cool ist, würde ich vielleicht in Zukunft nochmal nutzen, aber heute gehen wir mit dem Eject-Button. Gut, als Gegner haben wir Gardevoire, die übrigens im Deutschen genauso heißt, habe ich hier rausbekommen. Also die hat gar keinen Special-Namen, deswegen wusste ich den Namen natürlich auch nicht. Snorlax ist nicht so cool, Relaxo. Und Gengar, ich hasse Gengar. Nein, aber es ist ein Mädchen. Mädchen können doch nicht spielen, oder? Mädchen sind schlecht in solchen Spielen. Gut, wir sind mit Slowbro auf der Top-Lane. Er greift leider oben an, statt hier die Krabbe in der Mitte zu machen. Finde ich ein bisschen blöd von ihm, ein bisschen wack. Aber ist schon in Ordnung. Wahrscheinlich müssen wir wieder gegen Hoplo spielen, dass das wieder ein Spiegelmatch ist. Und ich weiß, Leute, in letzter Zeit kommt sehr, sehr viel Unite. I know, aber dieses Spiel macht halt auch einfach Spaß. Ich hab, da sind unsere Gegner, ja, wieder gegen Hoplo. Ich habe gestern mal eine Runde LoL gespielt, eine ganz normale Runde im Ranked. Und das, ich hatte danach gar keinen Bock mehr. Ich hatte schon während des Spiels keinen Bock mehr, dabei waren meine Leute eigentlich voll nett und sowas. Und war auch in Ordnung, aber nach einem Match schon kein Bock. Oh, kriegen wir den Tod? Kriegen wir den Tod? Da ist er weggesprungen, aber ich habe auch mal den Jack-Button. Na, wir kommen nicht hinterher. Mist, das war voll knapp, Mann. Oh, fast gestorben. Ja, jetzt sollten wir eigentlich back gehen. Das ist richtig dumm, die anzugreifen, während die in ihrem Goal drin sind. Fleckmon, nein, stirb nicht. Mein liebes kleines Fleckmon, heil dich. Fleckmon, geh weg. Dein hellblaues Ding ist nicht deine Lebensleiste. Oh Mann, Fleckmon. Ja, geil, sterben wir einfach beide. Aber die hätten bestimmt mein Fleckmon getötet, wenn ich nicht da geblieben wäre. Okay, das ist schon super bad, dass das Nebulak jetzt schon zwei Kills bekommen hat. Also nicht zwei Kills, aber die XP dafür. Denn sobald der Gengar wird, ist das einfach alles schrecklich. Alles ist schrecklich an Gengar. Gengar braucht sowas von einen Nerf. Aber gut, egal. Ja, ich habe auf jeden Fall LoL gespielt und das war alles blöd. Und hier macht das viel mehr Spaß, weil man höchstens, selbst wenn das Match scheiße läuft, nur 10 Minuten eingesperrt ist. Bei League of Legends bist du gleich 30 Minuten eingesperrt oder 20 Minuten. Mindestens 20 Minuten. Das ist schon mal das Doppelte und das macht auch noch weniger Spaß. So eine Kacke. Das hier finde ich viel angenehmer, weil es ist immer Action. Man muss nicht irgendwie komisch farmen die ganze Zeit, die ersten 10 Minuten. Und alles ist toll. Ist gut, Slowbro. Ich helfe dir. Ich bin jetzt die Weiterentwicklung, von der ich den Namen immer noch nicht weiß. Leute, wenn ihr wisst, wie Hoplos erste Entwicklung heißt, sagt doch Bescheid. Guck mal, der ist noch nicht mal Level 1. Wir kriegen ihn noch. Und er ist sogar weggesprungen. Geil, sein Flash einfach weggemacht. Ja, Slowbro, gib deine Punkte ab. Ich versuche es auch. Krieg sogar hin. Und jetzt töten wir aber dieses blöde Gengar. Beziehungsweise ist das ja noch ein Apollo. Komm. Irgendwie nicht tot, ne? Obwohl unser Jungler da... oh nein, er hat seine komische Dixie drauf. Was? Was? Apollo kann schon dieses komische Kackscheiß. Apollo kann sich schon teleportieren. Ist das dein Ernstspiel? Dass ich fucking Apollo schon teleportieren kann? Oh mein Gott. Ich dachte, das kann der erst ab Gengar. Also ich weiß, dass Gengar irgendwie so eine... Ich kenne Gengar halt leider nicht. Ich müsste den einmal spielen, damit ich weiß, wie man gegen den was machen kann. Aber ich vermute, der hat so eine... Wolke, die er treffen muss. Und wenn er die Wolke getroffen hat, dann kann er sich die ganze Zeit so komisch teleportieren und alles vernichten und 8 Milliarden Damage machen, sodass man gar keine Chance mehr hatte. Aber mehr weiß ich von ihm nicht. Aber ich wusste nicht, dass er das schon kann, bevor er überhaupt Gengar ist. Das ist doch richtig assig. Naja, wenigstens kriegen wir hier das Goal kaputt, wenn... Na toll, unser Jungle läuft lieber weg, statt das Goal kaputt zu machen. Jetzt braucht das noch ein scheiß Teil. Töten wir kurz. Mann, jetzt habe ich die Krabbe wieder nicht. Gib deine Punkte ab, Slowbro. Hier, ich helfe dir, dass die Leute... Okay, hast geschafft. Sehr gut, Slowbro. Du bist der Allerbeste. Du willst einfach weggehen, bitte. Okay, du willst kämpfen. Okay, never mind. Ja, kämpfen wir halt. Das ist immer noch ein Hoplo. Lol. Ich bin einfach schon Libalo. Und der ist immer noch Hoplo. Was hat er den ganzen Match gemacht? Dabei hat deren Nebulak dir doch so krass geholfen. Okay, weird. Sieht auf jeden Fall momentan gut aus, dass ich Veteran werden könnte. Hier, das Gardevoire. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Spricht man das Französisch aus? Gardevoire. Alter, das war richtig schlau von dem Slowbro, dass er sich da drin versteckt hat. Leider haben wir den nicht bekommen. Naja, klauen wir den ihren Jungle. Auf jeden Fall ist der Gardevoire. Nein, er hat seine Dings getroffen. Er hat seine Dings getroffen. Ich bin locker tot. Ich bin halt sogar verlangsamt, glaube ich. Wieso kann der blöde fucking Gengar sich dreimal teleportieren? Muss er jedes Mal seine Wolke... Oh nein, jetzt hat er wieder seine Wolke getroffen. Lass mal beobachten. Ja, okay, jetzt sind wir leider schon wieder lebend. Das ist doch assig. Er muss nur einmal seine scheiß Wolke treffen. Und dann kann er dir die ganze Zeit hinterherlaufen und 8 Milliarden Damage machen. Einfach wie Kassadin in League of Legends, wenn ihr den kennt.
regt mich richtig auf, dieser Champion. Also der regt mich noch mehr aus, auf als Zeraora. Am Anfang dachte ich, Zeraora ist der Schlimmste von allen, weil den halt auch jeder hatte. Aber nein, Gengar ist einfach der Schlimmste. Gengar ist der Allerschlimmste. Klar, versteht mich nicht falsch. Es gibt bestimmt irgendwas, wie man Gengar richtig toll outplayen kann. Also wenn man diese Wolke halt ausweicht, dann ist man doch eigentlich safe, oder nicht? Oder was? Von dem her eigentlich, aber ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich einfach so eine tricky Attacke und die hat ja jetzt nicht so viel. Nein, das ist meins. Mein Rotom und mein Kill. Dachte, der kann mich hier aufhalten oder was mit seiner Level 1 Entwicklung? Goethe für eure. Nee, so nicht. Aber ja, meiner Meinung nach kann man dieser Wolke halt null ausweichen. Da muss man richtig krass antizipieren, wo er hin will und dann ausweichen, damit das überhaupt irgendwas bringt. Ist schon kacke. Es fehlen wieder 5 Dinger. Mach um, gib deine. Nein, jetzt ist hier das Gengar. Aber ich muss weg. Nein, der will mich doch schon wieder. Der will. Ich geh ganz schnell weg. Why are you running? Why are you running? Hat er noch so schnell. Okay, er hat seine Ulti gemacht. Das ist doch sowas von behindert. Was ist das für ein Scheiß-Champ? Ich bin die ganze Zeit weggelaufen. Ich bin sogar weggeflasht. Und er kommt trotzdem hinterher mit seinem fucking Teleport. Mann, und es gibt halt nicht mal Mana in diesem Spiel. Das heißt, er wird nicht mal eingeschränkt durch irgendwas. Er kann einfach seine Attacke spam, 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 spam. Da ist Kassadin bei League of Legends noch fairer, weil der wenigstens mit jedem Mal, wo er seinen Spam-Scheißer macht, weniger Mana hat und irgendwas das nicht mehr einsetzen kann. Geil, jetzt bin ich schon wieder tot. Danke für gar nichts. Danke für nichts. Scheißspiel. Mann, ich bin hier voll am Waiten. Was ist das aber für ein Scheiß-Champion? Egal, ich glaube, momentan führen wir noch. Wir haben fast 2 derer Goals und die haben nur einen. Und deren Top... Nein, 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 bitte. Hallo, du kannst doch nicht mehr Hälfte meiner fucking Leben wegnehmen mit nur einer Dingsattacke. Willst du mich verarschen? Hier, stirb jetzt. Zeraora, du tötest den. Danke, Zeraora. Das hat er sowas von verdient. Fucking scheiß Gengar. Endlich mal den Blödmann getötet. Holy shit. Regt er mich auf. Mann, so Leute, jetzt lasst... Keep up the pressure, Leute. Keep up the pressure. Holen wir uns dieses blöde Goal und zeigen diesen Gengar, wer der Boss ist. Kann nicht sein, dass so ein scheiß Gengar das Spiel ganz alleine gewinnen kann. Moment, oh nein. Da ist das Gengar schon wieder. Jetzt wird er wieder alle töten. Er räumt jetzt einfach auf. Oh Mann, ey. Und der ist das Level 13. Ich glaube, bin ich nicht auch Level 13? Mir kommt das aber so vor, als wenn ein Gengar Level 13 viel stärker ist als ein Lieberlo Level 13. Ich bin... Ja, ich bin auch Level 13. Hä? Wow, okay, wir müssen das Gengar aufhalten, dass er hier keine Punkte macht. Oh nein, ich glaube, die machen Zapdos. Oh nein. Leute, kommt, wir müssen alle in die Mitte. Wir müssen alle, bevor die Zap... Ja, GG. GG. Und wir werden auch noch... Was, wer kann denn so einen Doppelstun machen? Hä? Die haben Pikachu. Ja, Pikachu kann... Warum hat denn das Pikachu doppelt gestunt? Okay, Marumai hat 100 Punkte abgegeben, aber... Ja, fuck, die haben halt Zapdos bekommen. Mann, das ist richtig verhindert. Oh Mann, wenn wir jetzt den Zapdos verlieren, weil wir zu spät in die Mitte gegangen sind... Wäre das schon ziemlich assig. Irgendwie braucht er... Ja, gib halt deine Punkte ab. Das ist auch scheiße. Dieses Spiel ist einfach nur scheiße. Wieso können die ihre Punkte abgeben, obwohl man sie angreift? Klar, Zapdos ist okay, wenn dadurch irgendwie die Zeit, die man für ein Goal braucht, irgendwie halbiert wird oder sowas, ja? Das wäre okay. Aber, dass sie es instant abgeben können, obwohl sie angegriffen werden, das ist halt wirklich scheiße. Das sollte Tencent irgendwie mal anpassen. Ja, töte mich halt. Ist er tot? Nee, Gengar, du stirbst ja. Gengar, weh. Fucking. Junge, er killt halt beide. Er hat 50 fucking Leben und killt uns beide? Are you fucking serious? Danke. Ja, wow, ey. Ja, haben wir locker verloren. Wegen Zapdos. Die geben einfach alle ihre Punkte ab. Ich wette mit euch, vor Zapdos haben wir geführt. Und wegen Zapdos, weil Zapdos einfach unfair ist, haben die jetzt gewonnen. Oh mein Gott, was war das denn für ein Spiel, bitte? Bitte lass uns gewonnen haben. Aber es sieht schlecht aus. Außer dass Zeraora... Nee, wird nix. Du gibst aber deine Punkte nicht noch ab, du. Meine Güte. Und? 82, 680, 610. Genau, 610.